Ja, es gibt in der Tat viele Strategien, um an die Börse Geld zu verdienen. Ob die alle richtig sind, mögen sich in der Zeit einfach mal zu beweisen. Mein Name ist Nasila Jafari, heute 20.10.24 und heute will ich mit euch um ein wichtigen Thema wirklich besprechen, weil wir in der nächsten Zeit sehr viele Ereignisse im Markt haben. Darüber rede ich die ganze Jahr schon und ihr sollt ein bisschen vorsichtiger sein in der nächsten Zeit. Warum? Weil US-Wahlen stehen davor. Es ist in der Welt genügend Krieg und Kriegsdrohungen und alle diese Ereignisse kommen aufeinander. Also, wenn du eine richtige Strategie hast, um den Markt ein bisschen besser zu orten, also zu bestimmen, dann machst du dir gar keinen Stress, gar keine Sorgen, denn du hast das alles richtig gemacht bisher und du wirst Pro und Contra im Markt richtig rechtzeitig schnell zu sehen. Und wenn nicht, darüber will ich mit dir reden, dann solltest du ein bisschen der nächsten Zeit ein bisschen deinen Finger stillhalten, weil das ist genau die schlechte Zeit, um jetzt die Börse anzufangen zu interpretieren. Wir haben in der letzten Zeit, haben wir hier zumindest mal meinen Plan besprochen und mit diesem Plan, die ihr hier seht, mit einfachen paar Linien, die ich meinen Pläne, die ich natürlich, das ist ja vereinfachte Form, die ich hier darstelle, meine Pläne hier mit euch bespreche, wenn ich meine Analyse habe und mit euch hier offenlege, dann ist das, kann man verschiedene Strategien darüber fahren. Ich fange mal ganz kurz an, zum Beispiel, wenn wir über diesen wichtigen Bereichen hier gesprochen haben oder den Rücklauf der 19.000 und hier entscheidet sich. Ich habe ja, wie ihr hier in der Story und den letzten Videos auch seht, offen hier auch bekannt gegeben, habe ich gesagt, jetzt in Öffentlichkeit genau bekannt gegeben. Also das war der Kurs hier oben in dem Bereich 19.650, die ich gesagt habe, aggressiv wieder den Markt zu shorten, diesen kleineren, also kleineren Bewegungen einfach mal den Long-Position glattzustellen, weil ich also mit einem Korrektur hier von einer Korrektur ausgehe und dann zu schauen. Mein Stopp im Markt steht unterhalb von 19.000 und ich würde jetzt den Markt hier shorten, hier nochmal schauen, Plan und Checkliste dann nochmal hier zu checken und dann noch einmal Long aufzubauen. Das Gleiche haben wir, wie gesagt, hier gemacht in dem Bereich 19.035 auch darüber gesprochen auf meinen Plattformen mit allen meinen Leuten hier sogar live besprochen, wo sollte der Markt gehen und so weiter und so fort. Das heißt, ihr seht ja genauso ist es. Das Ganze hier bis zu unten. Mein Ziel ist das 17.300 mindestens. Das will ich sehen. Und zum Schluss ist das dann dahin gekommen. Gut, alle diese Dinge haben eine ganz klare Strategie. Das heißt, du kannst natürlich mit CFD oder was auch immer handeln oder mit Optionen handeln oder. Ein Stillhaltergeschäft, also jemand, der im Markt einfach mal Prämie zum Beispiel in Optionen kassieren möchte, wird einfach genau diesen Plan haben müssen. Wenn du nicht weißt, warum halte ich jetzt meine Position, warum, die Nasida haben mir auch viele gesagt, wieso gehst du nicht aus dem Markt komplett raus, wieso hältst du deine Position, weil ich verschiedene Strategien auf einen Plan fahre. Wenn ich hier sehe, ja, die Wahrscheinlichkeit für eine extreme, also extrem groß wird, dass der Markt also ein bisschen größere Korrektur gibt oder im Bereich 19.035, 19.000 haben wir ja, wie bereits gesagt und gesehen, haben wir ja alles hier
durchgesprochen. Dann habe ich eine Strategie, der sehr kurz bis mittelfristig läuft. Also das heißt, innerhalb von einer Woche, zwei Wochen, drei Wochen, ein Monat, zwei Monate. Aber meine Long-Strategie wird sich deswegen nicht ändern und ich würde es auch nicht hier in diesem Bereich anfangen zu hoffen oder anfangen zu sagen, es ist doch alles in Ordnung, kann ich gesamte Aktien halten und so weiter. Das wird schon alles gut gehen. Ich bin langfristig orientiert. Papalapap, das wird immer wieder zu Verlust führen. Das wird nie, oder wenn das auch nicht zu Verlust führt. Du bist an die Börse, um Geld zu verdienen und du bist nicht an die Börse und stolz zu sagen, ich besitze Aktien. Das bringt dir ja gar nichts, wenn du hier wirklich so viel Zeit investierst und in den Markt einfach mal schaust, ob auch zweimal in der Woche ist oder einmal am Tag ist, spielt ja keine Rolle. Diesen Bewusstsein, deinen Hirnzellen sind damit beschäftigt und schlussendlich machst du überhaupt gar kein Geld, weil diesen Geld, die du hast, hast du nicht skaliert. Du hast deine Gewinne nicht skaliert. Deswegen habe ich heute auch in meinem Instagram, kannst du ja auch noch schauen, wenn du bisher nicht geschaut hast, auf deinen Feedback bin ich genauso gespannt wie die anderen, die den ganzen Tag heute mit mir schreiben. Bin ich wirklich auf dein Feedback auch unter diesem Video gespannt? Was ist deine Meinung? Was ist wirklich tatsächlich deine Meinung, warum du an die Börse agierst? Was willst du damit bezwecken? Willst du hier ein paar Pünktchen abzwinken und sagen, ich bin long gegangen und will 3,50 Euro hier in den Markt gehen und dann wehleidig zuzuschauen, dass der Markt dann schlussendlich doch nach oben zu einem neues Hoch gegangen ist? Oder hältst du einfach mal irgendeine Position oder was auch immer. Also es gibt verschiedene Strategien, die man fahren soll. Dein Erfolg beweist, dass du richtig bist oder nicht. Dein Erfolg ist dein Messgerät für deinen Tun. Also das solltest du wirklich dir anschauen. Also auf jeden Fall, was ich wirklich jedem von euch raten möchte, dass ihr in den nächsten ein paar Wochen viel achtsamer im Markt sein sollt. Ich habe meine Leute gesagt, wenn du jetzt nicht die Details verstehst und Plan und Strategie verstehst, das wird echt für dich gefährlich, also Finger weg, ja? Wirklich Finger weg. Und wenn diejenigen, die Hausaufgaben gemacht haben, die haben es wirklich jetzt leicht und haben Grinsen auf Gesicht. Wir haben also zurückblicken auf den Markt. Wir haben, wie gesagt, hier absolut, also zumindest mal ich, habe ich euch ja auch gezeigt, massiv geschortet, diesen Bereich einfach mal im Visier gehabt und meine Short-Position zu schauen, halte ich, reduziere ich oder longe ich wieder massiv gegen den Markt. Und hier ist zumindest mal von meinen Leuten, die hier auch zuhören, war bewusst und bekannt, dass man hier absolut mit alle unsere Pläne live, der hat denn eine wunderbare Long-Gelegenheit gegeben, im Plan groß und natürlich im Details geguckt und der Markt hat wunderbaren auch Bestätigung geliefert, dass der Markt hier auf jeden Fall einen Long wert ist und ein Risiko wert ist. Okay, wir sind, ich bin zumindest mal auf dem Bereich nochmal 19.655, diesen Bereich der hoch war, beziehungsweise 19.57, zumindest mal hier angeschaut. Also, dass der Markt ein bisschen erst einmal, also mindeste, was er mir geben soll, ist das halt eben nach oben in den großen Plan. Deswegen habe ich meinen Long hier nicht glattgestellt. Sag nicht bitte, wegen 50 Punkte hast du den Long gehalten. Deswegen mindestens habe ich darauf gezielt, wenn ich hier gelaunt habe und natürlich diese Bewegung Woche zu Woche mit euch besprochen, gecheckt, kontrolliert, ob alles passt nach unten, meinen Stopp dann ganz klar auch angepasst und wenn es sein müsste, habe ich auf jeden Fall kurzfristig meine Position gehedged. Ich will dann auf dem
Also soll ich auf den kleinen geschalteten gehen, haben wir letzte Woche hier ganz genau besprochen. Das ist ein Sonntag, den wir letzte Woche gehabt haben. Der Markt war genau an diesem blauen und ich habe gesagt, Montag und Dienstag. Es ist für mich verdammt wichtig, Montag und Dienstag anzuschauen. Habe viele von euch gefragt, warum dann, also im Nachhinein auch, wieso Montag und Dienstag und auch meine Leute, weil der Markt wird am Montag und Dienstag, war meine Antwort, den Indikationen, die er liefern, ob der erst einmal da drüber geht und da drüber bleibt oder auch nicht. War genau so. Weil Montagmorgen gekritzt erst einmal, nichts passiert, keinen Gapdown, keine Anzeichen, dass der Markt hier schwächen will. Das heißt, wenn du auch eine Position Hedge gegen deine Position gehabt hast, könntest du Montagmorgen ganz ruhig auch deine Position klick und raus und fertig. Das heißt, deine Long-Position läuft weiterhin. So. Wir haben im Anschluss auch gesehen, der ist nicht mehr darunter gegangen, also wirklich wie ein Brett drauf gesessen wie ein Brett funktioniert und drauf gesessen. Also er ist dann weiterhin, hat er wieder die Chance gehabt, nach oben zu gehen. Okay, also wir reden von der Bewegung, der vom Bereich 19.050, 35 gestartet ist nach oben. So. Also, wie ich habe, kurzfristig wieder gehedged, das heißt, mit dieser Position hat es nichts zu tun. Ich habe nur noch meine Position, natürlich, wenn das ein bisschen die Gefahr größer wird aus meinen Chancen, die noch bestehen, habe ich meine Positionen gehedged, beziehungsweise auch schlussendlich im Bereich 1957, so wie angedeutet, von hier darauf gezielt, dass der Markt ein bisschen nochmal nach oben gehen kann. Also ein bisschen ist Vergleich, ja, natürlich nicht wirklich viel. Das ist so ungefähr 100 Punkte, der mehr gegeben hat, als da, wo ich dann massivst dann geschortet habe. Okay, so, aber das war ja nicht dafür. Ich, wie gesagt, da habe ich ja Positionen, die kurzfristigen, allen geschlossen gehabt. Diese Position läuft, du hast hier auch massiv, habe mir auch mitgeteilt in Instagram, habe auch meine Leute mitgeteilt, das ist ein Hedge. Wert auf jeden Fall und die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt für einen False Break gibt, habe ich letzten Sonntag hier gesprochen, False Break, das heißt kurz darüber, über die 19.660 und sofort darunter zu gehen und bleiben. Der Markt ist hier, wie man sieht, der Gekritze, einfach mal auf diesem Bereich, die darunter eine Bestätigung liefern soll, einfach mal darauf gehalten. Also, meine Hedge-Position, ich habe auch massiv diese Position gehedged gehabt, den Restposition, die ich behalte, massiv gehedged und andere Long-Position muss ich. Das ist eine Strategie, dass du eine Hedge-Position hier eingehst, den Cashflow dann in Details den Markt anschaust, den Cashflow rausziehst, dann kann nichts mehr passieren, außer dass er dir Gewinn bringt oder in allerschlimmster Fall geht diese Position dann eben ohne Verlust raus. Das kann nicht mehr passieren. Okay? Also, ich habe diese Position hier, wie gesagt, nochmal Cashflow gezogen. Der Markt ist nach oben gegangen, ohne dass er da drüber geht. Auch sogar Position noch einmal erhöht und der wollte nicht. So, der wollte nicht, der hat direkt da drin gehalten und der nächste Morgen, also nächste Tag, habe ich die hier komplett nochmal wieder glattstellen müssen, weil der läuft das nicht. Gut, wunderbar. Ihr seht, dass nichts passiert, wenn ihr ein bisschen Plan habt, ein bisschen Strategie habt und ihr wisst dann, was zu tun ist. Okay, schlussendlich ist er bis zum 19.800 gegangen. Nasila Jafari ist wieder mit Hedge-Position dabei und habe euch auch mal gezeigt in Instagram, dass ich diese Position gehedged habe, wieder einmal. Und diesen wieder einmal ist dann
dieses Mal nicht mehr in einem, also False Break, nicht mal bestätigt in der kurzfristigen. Also False Break wird darunter unter 19.660. False Break Bestätigung wird erst einmal darunter kommen. Das heißt, der Markt muss hier darunter wirklich dann anfangen, Impulse zu bilden und in Anschluss auch nicht mehr darüber gehen. Dann heißt es die Bestätigung und fertig aus und du kannst deine Short-Position halten wieder, bis das Ding, keine Ahnung, bis wohin das geht. Haben wir bisher nicht. Das bedeutet, diese Long-Position darf einfach auch nochmal mit allen seinen Korrekturen einfach sich gedeihen, also nach oben sich zu bewegen, bis zum, also 19.850 ist nach wie vor für mich ganz, ganz wichtig, dass man hier in diesem Bereich hält. Und wenn du die Hedge nicht gelernt hast, macht überhaupt nichts, dann solltest du zumindest mal in kurzfristigen Sicht genau das, was ich dir gesagt habe, einfach mal im Visier halten. Das soll dir vielleicht mal eine rote Faden darstellen, da drunter gehen und bleiben ist schon den große Gefahr, also alarmiert er den große Gefahr und darunter wird es dann viel mehr nach unten geben. Also diesen zwei Bereichen. Nach oben, wie gesagt, es ist wichtig für mich, diesen Bereichen auch am Montag und Dienstag wieder. Bitte beachte Montag und Dienstag. Sollte der Markt darüber bleiben und diesen Risiken, das ich euch jetzt gerade angesprochen habe, nicht machen, dann darf natürlich weiterhin und weiterhin und weiterhin gehen. Kurzfristig kommt wirklich ein bisschen viel zusammen, was ihr, also zumindest mal als Sicht ein Investor oder als Sicht den kurzfristigen Trader beachten soll. Wie gesagt, man kann man hätte können hier auch, also meine Leute, wenn hier in diesem Video anhören, ich habe am Dienstag, am Mittwochabend gesagt, das macht man nicht, das ist Prozessieren ganz wichtig ist. Prozessieren ist, der hat hier keinen, also gerade alarmiert und da geht man nicht einfach mal so long. Ja, also wir reden von diesem Bereich, die wir live im Call waren. Man geht nicht einfach mal so long, sondern man sieht es und sofort agiert mit seinem Short. Der will nicht. Mit vielen, vielen Regelwerken von mir ist hier der Markt, zumindest mal müsste schon längst darunter sein und das ist dann hier nicht passiert. Das heißt, sofortige Handlung war sehr wichtig und sofortige Handlung war gegeben. Okay, aber sofort in einem Long reinzugehen, hier den Markt wieder skalieren zu wollen, das bedeutet, du kaufst ein enormes Risiko mit gerade und dieses enorme Risiko, nämlich wenn der Morgen mit einem Gap-Down aufmacht, hast du das alles gekauft und das ist vollkommen unnötig. Wenn long, dann der nächste Tag, wenn der Markt eine Bestätigung geliefert hat, die er auch geliefert hat. Ja, ansonsten gibt es dann im Markt auf jeden Fall momentan, besonders über Nachtpositionen, kannst du wirklich mit viel, viel, viel Gefahr rechnen. Das bedeutet, zusammengefasst im DAX, alle Leute, die mit mir, ich möchte es einfach mal ganz kurz einen größeren Chart zeigen, alle Leute, die mit mir seit Oktober, und ich habe diesen Long-Position immer noch, habe ich auch in Instagram allen gezeigt. Alle, die mit mir diesen Plan gemacht haben, geschortet haben, wieder gelongt haben und wieder alle diese Dinge haben wir hier im Markt besprochen, die haben jetzt null Grund, dass sie im Markt irgendwie hier in eine Long-Position reingehen müssen. Das haben sie nicht. Definitiv nein. Definitiv ist nein angesagt. Was letztes Jahr total in diese Zeiten hier anders war. Gell? Also ich habe hier jeden zu long eingeladen und das ist long, long, long und November longlastig, November longlastig. Mein Plan sagt, hier ist Trend, es ist Musstile und so weiter und so fort. Long, auf jeden Fall. Dieses Jahr sage ich das nicht. Dieses Jahr sage ich,
Achtung, Vorsicht, du hast Long-Positionen bereits. Also wir haben, wie gesagt, hier, da Long-Positionen, die hier läuft. Ich habe von hier nochmal Long-Positionen laufen und nochmal von 19.000 habe ich Long-Positionen laufen und habe ich von Oktober letztes Jahr noch meinen Long-Positionen teilweise immer noch laufen. Das bedeutet, das muss ich jetzt nicht mehr longen. Im Gegenteil, ich bin jetzt dabei, wirklich achtsam meinen Long-Positionen abzusichern und noch einmal, so wie der letzte Monate der Fall war, in den wichtigen Bereichen und Maximalbereichen, die ich immer wieder mit euch gesprochen habe, wieder einmal zu schauen, ob das hier einen, wie ich gerade in den Details gesagt habe, ob das hier einen wirklich Gefahr darstellt für mein gesamtes Long Depot. Gesamte Long Depot, das bedeutet alle Longs, die seit Oktober letztes Jahr, seit denn hier kurzfristig, seit August, die ich alle gesagt habe, wer geht hier jetzt gerade in Urlaub, muss das echt als Investor oder diesen Aktienleute, zumindest mal muss man echt den Markt gar nicht kapieren gerade. Das macht man nicht, weil ihr kommt nicht mehr gut im Markt und risikofrei rein. Okay, wir haben alle diesen Dinge, die ihr hier schön mit den grünen Pfeilen seht, haben wir hier nämlich besprochen. Jetzt im Long reinzugehen, dann kaufst du dir einfach in dem großen Plan massive Risiko ein, ohne wirklich Sinn und Verstand. Außer du musst dann, und ich schalte wieder zurück, du musst dann genau solche Dinge können und kennen, um einfach mal von dem kleineren Risikobereich in eine Chance reinzukommen. Ansonsten Pech gehabt. Und das kann der Markt selbstverständlich höher und höher gehen und du hast keine Ahnung, wie du reingehst und der Markt kann zusammenklatschen und du wirst schon wieder, wie immer mal gehabt, diese Leute werden ja nie verstehen, wie sie wirklich den Schmerz führen, dann wieder, ja, also deine Positionen in ganz großen Verlusten oder zumindest mal minimierte Gewinne dann verkaufen muss. Das ist sehr wichtig, zumindest mal, wenn ihr das nicht wisst, zumindest mal bitte nicht von diesen Herrschaften All-Time-High rufe, weil der All-Time-High hat 3 Minuten gedauert, der All-Time-High war wieder unter der All-Time-High und ihr, Freude war nur 5 Minuten wert, okay? Bitte zumindest mal, ich fühle mich verantwortlich, wenn ich einen Plan hier vorstelle, zu sagen, der Markt ist jetzt gerade von dem US-Wahl am 5. November, kommt direkt fett zwei Tage danach und dann ist das wieder die Stillhalteoptionen, die wieder ein paar Tage wieder danach sind, wie genau letzte Woche hier der Fall war. Die sind, hat man mich ja auch gefragt, Stillhalter, habe ich gesagt, eine von der Stillhalter bin ich selbst, das weiß ich ja. Dass die jetzt gerade keinen Grund haben, als Stillhalter irgendwas zu machen. Eine richtige Stillhalter, eine richtige, ist das immer so Definitionssache, eine echte Stillhalter weiß eigentlich auch, wo oder beziehungsweise wo sein Stopp ist und wo er gegebenenfalls gegen seinen Positionen auch handeln muss. Ich muss ja euch dann nur sagen, wenn ich meine Positionen, Long-Positionen von hier behalten habe, was ich hier 28. März gesagt habe, kurzfristige Positionen sind alle raus und ich werde hedgen. Ich habe massivs gehedgt. Das heißt, dadurch, dass der Markt schlussendlich bis hierhin gefallen ist, habe ich mehrfache Punkte rausgeholt, was jemals eine Long-Position machen könnte. Das heißt, für dieses Jahr bin ich eigentlich mit allen meinen Performance schon im August
durch gewesen. Also wenn ich vorher, also für Jahre, meine ich, 24, der hier begonnen hat, ist diese Position daraus und dann bis hierhin war schon August eigentlich Performance des Jahres eigentlich in trockenen Tüchern. Das heißt, die hier mit diese hier und so weiter und so fort, das waren alle nur noch in kurzfristigen sozusagen Bonbon, der dieses Jahr der Markt uns in der Tasche geliefert hat. Ich persönlich zumindest mal müsste nicht mehr handeln. Hier auf jeden Fall auf Long-Position, auf jeden Fall garantiert nicht mehr. Okay, also ihr könnt nur noch, egal ob ihr Stillhalter seid, große Investoren seid und so weiter und so fort, hatten wir ja alles, wie gesagt, besprochen. Ihr könnt, wie ihr wollt, eure Positionen halten, auf dem mindesten, also jetzt erst einmal als ich der Investor, mindeste Gefahren und so weiter und so fort, oder könnt ihr auf einmal dann überrascht werden von dem Markt. Nach oben kann es weiterhin laufen, weil die Ereignisse gerade sich zuspitzen. Natürlich darf es, wie ich habe mehrfach in den letzten Videos gesagt, bis zum Bereich 20.000, 20.200 kann der DAX laufen, aber kann ist immer so eine Sache, er kann viel mehr nach unten machen. Okay, soweit so gut und gehen wir mal bitte zum Nasdaq. Ja, letzte Woche haben wir über Nasdaq geredet, 20.600, 20.665 war das ja schlussendlich. Genau das haben wir auch besprochen. Das heißt, genauso wie DAX ist, nur Nasdaq war in der letzten Zeit ein bisschen, nicht so fleißig wie der DAX ist. Also man sieht ja auch im Nasdaq-Aktien, die drehen um sich rum, wie Tesla, Apple und Co. Also bringen im Moment wirklich auch gar keinen richtigen Performance. Die drehen einfach mal um Warten ab, also Wartemodus, dass ich auch empfehle, dass ihr auch mal denn diesen Modus annimmt, ansonsten und sichert, bevor ihr den Wartemodus einnimmt. Das ist ganz wichtig, sonst wird der Wartemodus eventuell in einem schwarzen Loch fallen und ihr mit, und das Depot meine ich, und das ist einfach mal zu schade. In einem wunderbaren Börsenjahr, die wir gehabt haben, sollte man, wenn ihr ein bisschen mitgemacht habt, du auch in beide Seiten oder nur eine Seite mitgemacht hast. Das ist wichtig, dass du jetzt dich absicherst und jetzt nicht großartig das Jahr in einem, weil meiner Meinung nach kommt immer noch ganz ordentlichen Dinge und das würden wir auch gegebenenfalls und rechtzeitig hier besprechen, wenn der Markt ein bisschen sich einnimmt. Im Moment ist Wartemodus und Hedge-Modus wirklich angesagt. Es ist Hedge-Modus. Muss man abwarten, schauen, ob das wie hier auch der Fall war, eine Hedge-Position eingehen. Geht da nicht mit allem Regelwerk hier einfach mal zu schauen, jawohl, der Risiko lässt nach und dann kann man auch nochmal die Hedge-Positionen komplett schließen und vielleicht auch wieder eine kurzfristigen Long annehmen. Denn Long war kurzfristig zumindest mal auch in seinen Musilbereich, wie gesagt, angekommen. Wieder Hedge-Modus und der Hedge ist wieder einmal genauso, wie ich gesagt habe, unterhalb der 20.200. Achtung, Achtung, der hat keine Achtung bisher gegeben. Der hält. Der hält momentan wieder an, um zu schauen, was passiert. Dennoch, ich gehe nicht als Hedge-Modus, wie gesagt, auch nicht im Nasdaq rein. Der kann nach oben, was weiß ich, in diesem Bereich durchbrechen bis 20.8 und darüber hinaus. Bitte schön, wenn er das schafft, gerne. Und ich halte aber nicht darauf, jetzt gerade fixiere mich nicht darauf. Es ist November, longlastig und wird das auf keinen Fall dieses Jahr. Ich würde es einfach mal meinen bestehenden Long-Positionen, auch im Nasdaq, habe ich zwei wunderbare Long-Positionen aufgemacht,
die habe ich hier komplett wieder gehedged, also die Cashflow-Long rausgezogen, komplett gehedged und nochmal hier mit allem Gas gegeben. Und das ist auch noch genauso der Fall. Diese beiden Positionen sind immer noch in meinem Depot, aber komplette Gewinne rausgezogen. Und das ist, jetzt bin ich wieder im Hedge-Modus. Also er läuft. Er soll mir zeigen, genauso wie hier, dass alles in Ordnung ist, lasse ich den Long-Position gerne stehen. Wenn nicht, dann wird sofort dagegen agiert, anstatt zu hoffen und anstatt dann zu sagen, hätte ich. Ja, ich dachte, dass jedes Jahr der November longlastig ist. Es ist in der Regel, aber dieses Jahr, wie gesagt, kommen wirklich ganz große Ereignisse auf uns zu. Und es ist nicht alles in trockene Tücher. Ich habe es gehört, dass manche meinen, ja, es ist schon, soll der oder derjenige gewonnen haben. Nein, Leute, bis das wirklich den Wahlen nicht vorbei ist und bis nicht alles in trockene Tücher ist, es ist nichts. Der Krieg wird im Moment und diesen Wartemodus wird immer wieder dem Markt ein bisschen Volatilität geben, weil der Markt muss ja ein bisschen auch fallen, um wieder zu steigen. Und genau das ist die Gefahr, dass er nicht plötzlich unter der Hand rutscht. Ja, also so musst ihr das mal sehen. Ich hoffe, dass ich zumindest mal genug darüber erzählt habe. Also im Nasdaq bleibt nach wie vor, darüber ist alles gut, aber alles insgesamt noch gut, aber die Gefahr ist ganz groß vor einem Brechen diesen Bereich, und diesen Bereich brechen bedeutet, dass wir im Bereich 19.900, 800 ca. auch nochmal sehen, das heißt wieder nochmal diesen grünen Bereich, die wir schon mal gehabt haben, das da gehalten hat, und dann ca. wie ich gesagt habe, 19.5 bis 19.200. Also nochmal 19.5, 19.3 und sogar ein bisschen tiefer. Also wir müssen wirklich hier oben achtsam sein. Vor allem mit unserer Long-Position. Das sollte ich jetzt zumindest mal mehrfach in diesem Video gesagt haben. Sichert euch ab, wenn ihr da drauf skalieren wollt. Bitte schön, sollt euch gegönnt sein. Nur jetzt muss man die Gefahr nach unterer Seite total absichern. Okay, das ist zumindest mal mein Plan. Und mit meinem Plan, wie gesagt, habe ich dieses Jahr in Optionen, in den langfristigen, in Futures sowieso, in CFDs sowieso und allen möglichen Stillhaltegeschäfte habe ich euch alles gezeigt, habe ich auch authentisch vorher gesagt, und zumindest mal jemand, der mitgemacht haben wollte, hat es, und die anderen, die zugeschaut haben, haben es. Die Entscheidung liegt immer bei dir, bei niemandem sonst. Das ist deine Finanzen, deine Welt, solltest du einfach mal schauen. Auf jeden Fall, ich wünsche euch diese Woche eine echt super schöne, erfolgreiche Woche, und sollte ich irgendwas sehen und sollte ich irgendwas im Markt spüren oder kurzfristig, wie immer, einfach mal in meinen Instagram-Seite, wie ich euch wieder hier einblende, sehr gerne vorbeischauen, und dann könnt ihr vielleicht mal in eurem Plan auch aufmerksam schauen. Alles Liebe der Welt und bis sehr bald, eure Nasila.